Wohl kaum ein anderes Autorennen hat eine solche Tradition wie die 24 Stunden von Le Mans. Das Langstreckenrennen in Frankreich besitzt einen Mythos, dem sich kein Motorsportfan und auch kein Rennfahrer rund um den Globus entziehen kann. Wer an der Sarthe gewonnen hat, gehört zu den ganz Großen. Wenn ein Hersteller also bereits 12-mal siegen könnte, müsste er ja eigentlich der ganz große Favorit auf den Sieg sein. In diesem Jahr war aber alles ganz anders. Audi war trotz der Erfolge in den vergangenen Jahren nur der Außenseiter bei den 24 Stunden von Le Mans. Toyota hatte in den Läufen zur Langstrecken-Weltmeisterschaft gezeigt, dass ihr Hybrid-LMP1-Bolide das schnellere Auto ist. Untermauert haben die Japaner das auch noch mit der Pole-Position. Auch Neuansteiger Porsche wurde vor der Le Mans-Premiere als ein Favorit um den Sieg gehandelt. Doch das Rennen zweimal rund um die Uhr hat wieder einmal bewiesen, dass es ganz eigene Gesetze hat und der Ausgang überhaupt nicht vorausgesagt werden kann. Nachdem Toyota lange in Führung lag und auch die schnellsten Runden auf den Asphalt brannte, strauchelte der Hybridrenner durch einen Kabelbrand. Plötzlich schlug die Stunde von Neuansteiger Porsche. Mit dem 919 Hybrid haben die Ingenieure ein auf Anhieb schnelles LMP1-Auto auf die Räder gestellt. Doch zum Sieg fehlte Porsche eine entscheidende Komponente, die einen Le Mans-Sieger ausmacht: die Zuverlässigkeit. Und auch wenn die beiden verbliebenen Audi R18 e-tron Quattro nicht von technischen Problemen verschont blieben, so war es doch die Erfahrung der Mannschaft um Sportchef Wolfgang Ulrich, die letztendlich zum Erfolg führte. Selbst als beim Siegerauto einen Turbolader das Zeitliche segnete, war das kein Grund zur Verzweiflung. Weil das Auto so konstruiert ist, dass solche Defekte schnell beseitigt werden können, schraubten die Mechaniker die Fahrer André Lotterer, Marcel Fessler und Benoit Trelouillet zum Sieg. Dieser blieb dem neunmaligen Le Mans-Gewinner Tom Christensen in diesem Jahr verwehrt. Auch bei seinem Auto gab der Turbo den Geist auf. Trost für die lebende Legende, mit Rang 2 holte er sich beim wohl schwierigsten Autorennen der Welt wieder eine Podiumsplatzierung. Der dritte Rang ging an den letzten im Feld verbliebenen Toyota. Allerdings ist man damit weit hinter den eigenen Erwartungen geblieben. Der Sieg war das erklärte Ziel in diesem Jahr. Da hilft es wenig, dass jedes Auto, das nach 24 Stunden Vollgas die Ziellinie überquert, ein echter Sieger ist. Im kommenden Jahr dürfen sich die Fans wieder auf einen spannenden Dreikampf freuen. Audi, Porsche und Toyota werden auch 2015 wieder um den Gesamtsieg kämpfen. Der Langstreckenklassiker wird dann wieder seine ganz eigene Regie führen.